Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich das Vergnügen, euch eine wunderschöne neue Psycho Prospects SRPC 91K1 zu zeigen. Kommt in diesem schönen schwarzen Schachtel. Kann man hier drauf stehen, aus was es besteht. Die Box ist made in China. Und ja, blau abgesetzter Rand, wunderbare Uhr. Und hier haben wir das schöne Stück Psycho Prospects Save the Ocean. Sehr schön. Nehmen wir das gute Stück mal hier raus. Und hier haben wir dieses wunderschöne blaue Ziffernblatt, das nach unten ins tief dunkelblaue, schon fast schwarz geht. So wahrscheinlich so ans nach unten dunkel werdende Meer, die Tiefsee werden. Wir haben hier so schöne Linien durchgezogen, schön aufgebaute Edelstahlindizes mit super starkem Lumen Bright Gefühl. Das ist immer klasse bei Psycho. Selbst die Lünette ist zweifarbig gehalten, nämlich in einem sehr tiefen Dunkelblau von 20 bis 60 und hier in den ersten 20 Minuten Bereich mit einem etwas helleren Blau abgesetzt. Was mal schön ist noch farblich an diesem Modell, wir haben die Lünette, ist geschwärzt. Das sieht mal cool aus, passt gut zu dem schwarzen Silikonband und wir haben auch eine schwarz geschwärzte Krone, die hier wunderbar auf der 4-Uhr-Position sitzt und sehr gut zu bedienen ist. Ist natürlich verschraubt. Die Uhr hat auch 20 Bar Druckdicht, also 200 Meter aufschrauben. Und wir haben einen wunderbaren Handaufzug und natürlich auch Automatik. Verbaut ist hier das zuverlässige, gute 4R36 Uhrwerk. Gehen wir mit einem Klick raus, haben wir hier nach oben die Tagschnellverstellung, zweisprachig, hier ist schön Deutsch-Englisch und nach unten die Schnellverstellung vom Tag. Sehr cool. Nochmal rausziehen, die Uhr hat Sekundenstopp und wir können wunderbar die Zeit einstellen. Die Krone hat minimal Spiel, bevor die Zeiger greifen. Aber lässt sich ja trotzdem sehr gut einstellen. Geschwärzte Krone, geschwärzte Lünette habe ich so auch noch nicht gesehen wie bei diesem neuen Modell. Aber kombiniert schön mit dem Silber vom Edelstahlgehäuse, das Blau, das Schwarz vom Band zu diesen beiden schwarzen Metallteilen der Krone und der Lünette. So, wieder reinschrauben. Erst dann ist die Uhr richtig wasserdicht. Auch hier wieder die Silikonarmbänder, die sind wirklich klasse. Die tragen sich wirklich sehr, sehr angenehm und da hat natürlich wassertechnisch auch keinen Stress mit. Hörner sind durchbohrt, kann man auch wunderbar Bandwechsel vornehmen. Nehmen wir mal den Vergleich. Hier haben wir ein 45er Maximalgehäuse. Und eine Höhe von so 13,5. Als Glas kommt hier wieder das Hardlex zum Einsatz. Und das 4R36 hat voll aufgezogen, etwas über 40 Stunden Gangreserve. Es wird, glaube ich, mit 41 Stunden angegeben, wenn es ganz voll ist. Hat 24 Lagersteine. Schnellverstellung für Tag, Datum, Sekundenstopp, Handaufzug, Automatikaufzug. Also ein voll ausgestattetes rundum sorglos Paket, dieses Uhrwerk und auch einer dieser Dauerläufer Uhrwerke, wo man sich keine Sorgen machen muss. Die Dinger laufen und laufen und laufen. Ja, wunderschön unten noch verklebt. AirDivers 200 Psycho Special Edition sogar. Sehr schön. Ja. Die Psycho
in der Ausführung SAPC 91 K1, eine schöne neue Special Edition Diver. Ich sage danke fürs Reinsehen, wir werden kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Willi, macht's gut. Bye bye, bis zum nächsten Psycho Uhrenvideo. Okay, macht's gut, allzeit gute Zeit mit euren schönen Psycho Diver.